Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. So, wir sollen ja die Abkürzung nehmen zum unseren allerersten Tempel, also zu unseren allerersten Dungeon. Zeit wird's. So, gibt eh nicht so viele Dungeons hier in diesem Teil, ich glaube nur 4 reguläre Dungeons. So. Wir gehen jetzt mal zum ersten. Ah ja, da waren ja die Gegner. Das ist doch eine Drachenlibelle. Solange du dich von ihrem Schwanz fernhältst, kann dir eigentlich nur recht passieren. Oh, okay. So, wir müssen die irgendwann mal loswerden. Problem ist, der lässt sie nicht loswerden. Kommt der jetzt? Zack, okay. Nicht runterfallen, bitte. Gott sei Dank. Verreck. Puh. Ich mag viel, aber was ich jetzt gerade nicht mag, ist da runterfallen. So, wir müssen darüber. Da ist ein Loch. Da ist er. Spinnennetz. Wo sind wir hier? Vielleicht, ich glaube, ich hüpfe doch mal runter. Ich bin doch neugierig geworden. Was haben wir hier? Schauen wir da mal rein. Ah, Truhe, das ist schon mal sehr. So, ihr schleicht euch da mal, weil ich. Oh, die Eco-Stäbe brauche ich glaube, das habe ich schon gesehen. So, was haben wir hier drin? Ah, roter Rubin. Wow. Na ja, gut. So. Ups. Ah, ich wollte den Visier nehmen. Das war der erste. Und das war der zweite, perfekt. So, gehen wir mal darüber. Was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall mal eine Tür mit Spinnennetz. Das bedeutet, wir verbrennen das einmal. Ma! Ich muss mir das angewöhnen, dass ich das Schwert in der Nähe von Schilder schwinge. Spinnenhaus. Spinnenhaus. Ah, hilf mir, ich bin kein Monster. Der Fluch der Spinnen, ich wurde verwandelt. Ich flehe dich an, hier drinnen finde sie alle, die goldenen, die verfluchten Spinnen. Besiege sie. Vergiss nicht, das Cthulhu-Symbol, welches den Geist der besiegten Spinne enthält, mit dir zu nehmen. Nimm den Fluch von mir, ich werde mich erkenntlich zeigen. Okay, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir anders mal. So. Gut, gibt es sonst noch was? Ah, da hinten ist wieder so ein Kollege, okay. Ah, da hinten geht es zum Deko-Palast. Okay, gut, gut. So. Genau. Und wieder dadurch. So, und einmal so. Und so. Und dann nach oben. Und jetzt bleiben wir auch oben. So, jetzt müssen wir nur wieder kurz warten, bis die daherkommen. Ups, okay. Vor allen Dingen haben wir jetzt immer so viel Magie.
Ah, okay, die Blasen zerplatzen auch irgendwann. Ah, kann er bitte daherkommen? Da war die am sehr verbunden. Ich wette mit dir, wenn ich das jetzt mache. Dann riskieren wir es einmal. Hopp. Da drüben wären wir mal. Perfekt, okay. Also wäre der Herz, ist ja wurscht. So, dann müssen wir darüber. So, dann... darüber? Fragezeichen? Ah, okay, ich glaube, es reicht, wenn wir einfach so rüber. Jawohl, genau. Und dann einfach darüber. Perfekt. So, jetzt geht es hier weiter. Ein guter alter Bekannter wartet hier schon. Schuhuhu, welch seltener Anblick. Du bist doch ein Feenkind, oder? Was magst du wohl hier im, im vergifteten Sumpf verloren haben? Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat einen Schutzgott verloren. Doch war es ohnehin sein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden. Schuhu, und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch hast du den Mut, dem Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dich etwas lehren. Hast du die Steinstatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Ja. Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um dem zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an einer dieser Steinstatuen hinterlassen willst, so wird das Lied, welches zu meinen Füßen eingraviert ist, von großem Nutzen sein. Merke es dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, soll unsere ewige Freundschaft in Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Okay. Anziehen. Noten sind in den Stein gemeißelt. Achso. Mögen sich die Winde erheben. Das Lied der Schwingen. Du hast das Lied der Schwingen erlernt. Diese Melodie lässt dich in die Lüfte entschweben und in Windeseile bei einem steinernen Vogel landen. Genau, das hatte ich die ganze Zeit schon in Erinnerung. Jetzt können wir das auch wirklich machen. So, und jetzt müssen wir darüber. So. Und hier rein. Ah, ja. Der Dämmerwald. So. Da gibt es auch wieder einiges zu holen. Es gibt auch wieder zwei Wege. Wir gehen mal nach rechts. Weil da ist eine Kiste. Wir fangen mal einfach mit der Kiste an. Oh, Rubin, okay. Da geht es dann eh nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang. Und hier lang. So, was ist das da für ein Geselle? Hipplups sind hitzköpfig.
Siehst du ihnen ins Auge, stürmen sie auf dich zu. Du solltest rasch in Abwehrstellung gehen. Ja. Hauen wir die? Gut, die kann man besiegen. Easy. Okay, warte, die kann man sicher mit dem Schwert besiegen, oder? Gut. Oh. Da kommt wirklich was raus. Jetzt mal gleich mal die Maske wieder auf. So. Springen wir da mal rüber. Nice. Das hat jetzt gut geklappt. Besser als vorhin. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. So, aber wir fliegen jetzt mal da rüber. Genau, weil hier haben wir gleich mal... Oh, wenn das nicht das Zeichen der Dekos ist, ich frage mich, ob sie hier ihren Göttern gehuldigt haben. Möglich. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Maske mal aufsetzen. Und das hier mal aktivieren. Also, damit wir uns immer hier hin teleportieren können. Perfekt, so. Und jetzt würde ich... Oh, Fee. Auch nicht unbedingt. Man würde zuerst einmal das mal machen. Wie geht das? Ah, habe ich es noch richtig in Erinnerung. Damit sollte sich eigentlich... Hä? Achso, Moment. Moment, Moment. Jetzt aber. Und da ist der Eingang zum ersten Dungeon. Sophie. Komm mit Therapie noch. Yes. Vielen Dank. So, komme ich darüber? Easy. Oh, jetzt muss ich irgendwie langsam runter. So, dann sind wahrscheinlich auch wieder eine Rubine. Ja, so, klar. So, und dann ist er da drüben. Ah, bloß auf der... Da drüben. Ist da irgendwo eine Kiste. Und das war eine goldene Kiste, also da ist was Besonderes, glaube ich, drin. Ich mach's wieder so. Ja, das war so nicht geplant. Oh. Jetzt freut man viel mehr. Da zu fighten. Hält mehr aus als gedacht. Da. Ja, kannst ja gleich putzen. Machen wir mal das und das. Sehr gut. Alter. Lass mich auch in Ruhe, du Scheißlibelle. Okay, aber immerhin ist er weg.
So, jetzt werden wir mal saufen. So. Schauen wir mal. Boah. Oh, da hinten ist nur. So. Was haben wir denn hier Schönes drin? Herzteil? Ein Herzteil. Haben wir wieder zwei Teile, sehr nice. So, gut, dann würde ich sagen, pass auf. Ist das Liter schwingen? Ich glaube schon. Dann werden wir das erste Mal jetzt einmal das Liter schwingen einsetzen. Und werden uns kurz... Ah, der Dämmerl haben wir schon, okay. Wir werden jetzt einmal zu des... Nein, Entschuldige. Zur Unruhstadt uns hin teleportieren. So, dann haben wir das auch mal gesehen. Perfekt. Weil ich möchte dann ganz kurz zur Le Bank hinschauen und meine 99 Rubine einzahlen. So. Ey Gott, Mitternacht. Hey! Ja bitte, ich möchte Rubine einzahlen. Ja, natürlich, der soll einen Blick auf mich werfen. 90 Rubine habe ich. Okay, möchtest du was einzahlen? Ja, bitte. Nun, ich mag 99 Rubine einzahlen. 99? Wirklich 99? Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 189 Rubine. Komm zurück. Okay. Ich glaube, ab 200 Rubine kriegen wir eine Belohnung. Dann sind wir hier schon wieder fertig. Jetzt. Und... können jetzt, glaube ich, wirklich zu unseren ersten Dungeon gehen. So, Dämmerwald oder Sümpfe des Vergessens? Dämmerwald müsste es sein, oder? Wir werden es gleich sehen. Ja, Dämmerwald war richtig. Dodala. Gut, liebe Leute, dann einmal das. Einmal das. Und schnell rüber mit uns. Boah, das war auch schon wieder verdammt knapp. Gibt's da was? Nö, okay. Und wir betreten den ersten Dungeon. Der Dämmerwald-Tempel. So, und da sehen wir schon was ganz was Besonderes, und zwar eine Fee. Genau, das haben wir schon erfahren von der großen Fee in der Unruhstadt, dass es in jedem Dungeon, oh, Dungeon-Karte, schaut ein bisschen anders aus jetzt, das Design, dass es in jedem Dungeon Feen zu sammeln gibt, und zwar insgesamt 15, und die Feen kann man mit der Feenmaske anlocken. Das probieren wir jetzt dann gleich aus. Genau. Und durch das Schimmern wissen wir, eine verirrte Fee, das ist Nummer 1. Durch das Schimmern wissen wir, dass es irgendwo, glaube ich, noch eine Fee gibt. War noch nicht die letzte. Und da ist nicht die Fee gemeint, aber... ja. Gut. Da höre ich Gegner. Wir hüpfen einmal runter. Maske können wir euch da wärmer absetzen. What the hell? Das ist ein schwarzer Spuk. Bleib ganz ruhig. Sie sind nicht so gefährlich, wie sie aussehen. Okay. Wow. Gibt's da unten sonst irgendwas? Da hinten ist ja gleich wieder was. Ja, ja. Schaut aber sonst ziemlich leer aus da unten. Ich bin echt
Warte, ich schau nicht so episch aus mit der Maske. Ja, toll. Okay, ich glaube, da unten gibt es aber sonst nichts. Das heißt, wir können eh wieder rauf. Und rüsten uns diese Maske aus, weil die brauchen wir gleich. So. Einmal das. Gut, und fliegen mal darüber. Mhm. Passiert irgendwas, wenn man das macht? Okay, nur 5 Rubine. Na, immerhin. So, mir auf eine Fee gehofft, aber hey. So. Auf da. Okay. Jetzt wird's fad. So, probieren wir das Ganze nochmal. Diesmal ein bisschen langsam. So. Also, darüber wieder. Gut, jetzt ist die Frage wahrscheinlich darüber. Ja. So, was haben wir denn hier drin? Oh, Affe. Komm her. Eine vierte Fee, das ist Nummer 2. So, und jetzt, glaube ich, gibt es hier keine Fee mehr in diesem Raum, weil es schimmern die Haare nicht mehr. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal darüber. So, und da sind zwei Riesenskulturen, also müssen wir es irgendwie aufpassen. Gott sei Dank. Hä? Da. Hä? Greifen die aktiv an? Auf jeden Fall sind sie stärker. Definitiv so. Da ist auch noch einer. Oh. Das gibt's nicht. Das ist ja Wahnsinn. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein Herz zurückbekommen. Wir gehen in den nächsten Raum. Was ist das für ein Gestank? Hier stinkt es wie im giftigen Sumpf. Und da ist er Dekorator. Das Herz nehme ich auch gerne mit. Das auch. So. Da haben wir verschlossene Türe. Ja, es gibt wieder Schlüssel. Oh, okay. Ah ja. Irgendwo gibt es ja nur Fee. Gut. Hä? Mögest du bitte sterben? So, was haben wir hier? Aber was und irgendwas hat gerade vibriert. Da vibriert auf jeden Fall mein Controller. Ich habe aber leider auch keine Bombe, was ich da legen könnte. Mhm. Autsch. Gehen wir doch rüber. Oh, Fee. Da ist eine Bombe. So, machen wir das einmal. So, hier könnten wir durch. Machen wir dann gleich.
Kann man hier was machen? Nö. Aber so kommen wir vielleicht wieder zurück. Genau. So, dann wieder darauf. Nochmal zu der Stelle hin, wo es vibriert hat. So, es war nämlich hier. Das legen wir hier mal eine Bombe. Schauen wir mal, ob das was bringt. Nö. Irgendwas spielen oder so? Scheint auch nicht zu funktionieren. Ah, springen wir mal da rauf. Was denkst du, was das ist? Die Asche in der Mitte scheint doch ziemlich frisch. Sieht doch ziemlich frisch aus. Okay. Gut. Da braucht man auf jeden Fall. Die müssen wir anzünden. Das schafft man aber so noch nicht. Gut, das machen wir als nächstes. Das nächste Mal nur noch das Deko. Hey. Ich kann sagen, Link, kannst du bitte aufhören, dass du da hinaufsteigst? So, wir gehen in den nächsten Raum. Gut. Nehmen wir uns wieder mal die Feenmaske. Gut, da gibt es auf jeden Fall irgendwo Feen. Ich setze gleich wieder mal die Dekomaske auf. Kriegen wir da hinten vielleicht die Dungeon-Karte? Wäre auf jeden Fall toll. Na, wahrscheinlich nicht. Na, Schlüssel. Wir dürfen es so bleiben. Gut. Haben wir den ersten Schlüssel. Eine Fee. Ups. Sollen wir da herfliegen? So, und das scheint hier Nummer 5, ja. Auch die einzige Fee zu sein. Sehr gut. So, dann einmal darüber. Und dann darüber. Ja, das könnten wir zurück. Oder wir könnten auch hier weiter. Und ich glaube, wir gehen mal hier weiter. Oh oh. Okay, die kennen wir ja schon. Ups, das war jetzt zu langsam. So, jetzt war der erste Streich. Oh, Robin, okay. Du wirst der nächste sein. Autsch. Genau. Oh, Herz. Ja, warum nicht? Komm mal her. Zack. Boah, es war fast schon wieder zu spät. Ups. Kiste mit Karte. Das wäre echt toll. Es ist auf jeden Fall mal eine Kiste. Ah, ich glaube, da ist die Karte drin. Sehr gut. Link, kommst du aus der Kiste wieder raus, bitte? Ja, Landkarte, du hast die Karte gefunden. Drücke Start, um die Karte im Menü einzusehen. In der Bereiche, die du bereits erforscht hast, erscheinen blau. Deine momentane Position wird durch eine blinkende Fläche angezeigt. Bewege deinen Control-Stick, um zu einem anderen Stockwerk zu wechseln. Perfekt. So. Kurzer Check noch. Ja, da gibt es nichts mehr. So, da, wie schaut's aus? Okay, der ist nämlich so groß, der Dungeon. Gut, dann sind wir hier mal fertig. Ich glaube, da sind wir soweit auch mal fertig. Und das bedeutet, wir können jetzt mal durch die verschlossene Tür gehen.
wird dann auch der letzte Raum sein dieser Folge. Autsch. Yep. So. Oha. Oha. Okay, interessant. Gut, liebe Leute. Wie gesagt, das werden wir uns dann in der nächsten Folge uns ansehen. Spreche da mal drüber. Genau. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.